In diesem Video wollen wir uns mal den Beaker Browser 1.0 anschauen. Zurzeit liegt noch die 089, ich glaube, ist die aktuellste Version bei GitHub. Jeder, der sich den Klon vom Beaker Browser bei GitHub zieht, hat zurzeit die 089. So, und in den nächsten Tagen, nächste Woche, spätestens Freitag, ist die 1.0, also jetzt kommenden Freitag ist die 1.0 draußen. Und diese wird einige Änderungen haben und Verbesserungen. Und ich habe mir jetzt schon mal den Branch gezogen, um da mal reinzugucken. Und das machen wir jetzt einfach mal. NPM Start. Und schon zum Anfang sieht man, dass sich hier eine Menge getan hat. So. Also das hat jetzt schon in relativ annähernden ja, Ansicht eines Browsers. Und was extremst Neues ist dieser Punkt hier. Also du hast hier ein Profil und das ist direkt integriert. Also wenn du den Beaker-Browser installieren wirst, als erstes wirst du gefragt nach deinem Profilnamen und nach deinem, ja, und deiner Beschreibung. So, und dieses, das kann man bearbeiten alles. Dafür gibt es auch eine DAT-Adresse, die jetzt allerdings interessant wäre. Das ist die. Achso, eine Hyper-Adresse, okay. Und Hyper ist vom DAT-Protokoll die Entwickleroberfläche, aber das werden wir gleich nochmal sehen. Also du hast definitiv ein integriertes Profil. Das müssen wir uns noch mal angucken, was man da alles machen kann. Also so wie es aussieht, wenn ich das jetzt hier bearbeiten kann, wo war das gerade? Ach so, jetzt ist ja, das geht das immer wieder auf. Customize Ihr Profil. Dann, cool, alles klar. Also mit dem Beaker Dev, wo sind jetzt eigentlich meine ganzen Seiten hin? Egal. Beaker.dev, da sehen wir eine kleine Übersicht. Und zwar gibt es ein Fotoalbum, ein Chatroom, die Feed-Geschichte und die Videochats. So, die sind fest hier drin integriert. Das muss ich mir allerdings nochmal jetzt hier dann natürlich genauer angucken. Hier kann man New Hyperdrive erstellen. Okay. Cool. New Drive vom Folder, das kennen wir. Okay. Developer. Hier hat sich eine ganze Menge geändert. Auch in den Settings ist eine Menge dazu gekommen. Okay. Also, hier erwartet uns eine ganze Menge. Ich gehe das mal durch und werde da mal ein etwas umfangreicheres Video in der nahen Zukunft dazu machen. Also, wenn das jetzt eh die 1.0 draußen ist, das ist jetzt wie gesagt noch der Branch. Eine kleine Vorschau. Ich habe mir das mal in mein Repository gezogen. Und wollte euch jetzt einfach mal einen kurzen Einblick geben, was uns hier in, ja, sagen wir, 5 Tagen ungefähr erwartet. Ne? Hier haben wir jetzt ja My Drive, ach, hier sind sie alle, die Bookmarks, das Adressbuch, New Contact, da hast du dann deine Freunde kannst du dann verbinden. Und wenn die was Neues schreiben, also genial, super.
Super. Bis bald. Muss ich sagen, schönen Sonntag euch noch. Und hier können wir richtig gespannt sein. Tschüssi.